Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Ihrer aktuellen Schaubude am Sonnabend vor Ostern. Wir haben sehr viele Gäste im Studio, kleine Gäste, große Gäste und auch allerkleinste Gäste. Nun, wir finden, das gehört dazu, damit ein bisschen Stimmung im Studio ist und damit Sie sich auch ein bisschen frühlingsmäßig fühlen. Aber nun zu unserer allerersten Musik, die Ihnen Christian Müller präsentieren wird. Guten Abend. Sie kennen vielleicht, meine Damen und Herren, das Spiel Flipper. Dazu gehört eine Menge Geschicklichkeit, aber auch das Quäntchen Glück, das im Spiel, bei der Liebe und natürlich auch im Showgeschäft nicht fehlen darf. Glück haben sie, die sechs Musiker, die sich unter dem Namen die Flippers zusammengetan haben. Anfang Mai werden sie mit Platin ausgezeichnet für 3 Millionen bereits verkaufter Schallplatten. Hier ist ihre neueste Aufnahme, Komm auf meine Insel. Ein schönes Märchen hat es angefangen. Unter tausend Sternen waren wir wie nie verliebt. Doch du musstest gehen in die weite Ferne, dich wieder zu sehen. Wär das Schönste, was es gibt. Komm auf meine Insel, lass uns nur noch träumen von dem Glück, das uns ein neues Leben schenkt. Komm auf meine Insel, lass uns nichts versäumen. Dieser Vogel fliege über alle Meere, dich nur soll er grüßen, denn mein Herz gehört nur dir. Dich nur will ich lieben, in dir treu geblieben, in meinen Gedanken wird für das Märchen war. Komm auf meine Insel, lass uns nur noch träumen von dem Glück, das uns ein neues Leben schenkt. Komm auf meine Insel, lass uns nichts mehr säumen. Wochenende geht in Hamburg der internationale Tanzlehrerkongress mit einem Ball und einem internationalen Tanzturnier der Professionals im Kongresszentrum zu Ende. Gast aus diesem Anlass sind bei uns in der Schaubude Inge und Hans-Peter Fischer. Wieder einmal Gast in Hamburg, denn sie haben in Hamburg gelernt. Zurzeit amtierende Welt- und Europameister sowohl bei den lateinamerikanischen Tänzen als auch bei den Standardtänzen. Und an diesem Wochenende müssen sie diesen Titel, ja, oder heute diesen Titel noch einmal verteidigen. Aber zu dem Kongress, Herr Fischer. Was bedeutet eigentlich ein internationaler Kongress dieser Art für die Tanzlehrer?
Nun, ein Kongress dieser Art hat für die Tanzlehrer eine recht große Bedeutung und besonders dieser Kongress ist der größte auf der Welt, kann man sagen. Die Tanzlehrer sind über 600 diesmal, kommen praktisch aus aller Welt zusammen, tauschen ihre Erfahrungen aus und werden dann eben von Fachkräften, die irgendwelche Spezialgebiete haben, wieder über neue Dinge informiert. Sie tanzen hier, Frau Fischer, aber nehmen Sie auch Informationen, neue Informationen, wieder mit nach Hause nach Salzburg? Oh ja, es werden sehr viele neue Bewegungen unterrichtet und auch neue Tänze und die nehmen wir natürlich mit nach Salzburg. Es gibt ein Motto, unter dem diese Veranstaltung diesmal steht. Ja, ich glaube, das Motto, unter dem diesmal dieser Tanzlehrerkongress steht, ist also sehr gut und sehr richtig für einen Kongress der Tanzlehrer. Er steht unter dem Motto Tanzen, Hobby für zwei. Und ich glaube, dieses Motto ist gerade in der heutigen Zeit etwas sehr Positives, denn das Tanzen ist ein Vergnügen, ein Hobby, eine Freizeitgestaltung, die die Leute also nicht vereinsamen lässt, sondern den Kontakt fördert und damit also gut für die Zukunft zu gebrauchen ist. Und der Trend geht an sich auch sehr stark, auch bei der Jugend, also zum Paartanz über und nicht mehr so individuell. Es hat doch mal eine Stagnation gegeben. Die Jugend kam doch nicht mehr so zahlreich in die Tanzschulen. Ist das anders geworden? Ja, das ist unbedingt anders geworden. Und dazu tragen diese Kongresse bei, dass die Tanzlehrer also gegenseitig sich helfen, darüber informieren und dadurch ihre Tanzschule modern gestalten. Ja, es geht ja nicht nur um Tanzen allein, es geht auch um Benimmregeln, aber auf die wollen wir heute nicht eingehen. Wir wollen vielmehr die neuesten Figuren im Cha-Cha sehen, das heißt genau den Cha-Cha, den Sie als Tanz in Ihrer Meisterschaft tanzen. Das waren also die Fischers, meine Damen und Herren. Aber nun zu einem weiteren Fischer. Und ich kann Ihnen gleich sagen, jegliche Verwandtschaft ist ausgeschlossen. Sein Name ist Patrick Fischer. Er ist vor kurzem nach Hamburg zugezogen und seinen ersten großen Erfolg und Auftritt hat er in 3x9 im Januar gehabt. Hören Sie ihn zum ersten Mal in der Schaubude mit seinem Erfolgstitel Melanie. Melanie, Melanie, ich brauch dich zum Leben. Melanie, es hat nie Glück für mich gegeben. Es kam zu mir, oh Melanie,
es kam mit dir zu mir. Du hast mir endlich eine neue Welt gebracht. Ich seh den Sonnenschein auch in der Nacht. O Mary, ich konnte lange Zeit von dir nur träumen. Jetzt will ich mein Glück nie mehr versäumen. Wie schön alles ist, wenn man liebt, kann ich erst verstehen, seit es dich für mich gibt. Niemals mehr allein, was kann schöner sein, als die Liebe von dir und zu wissen, du gehörst mir. Melanie, ich brauch dich zum Leben. Melanie, es hat nie Glück für mich gegeben. Es kam zu mir, oh Melanie, es kam mit dir zu mir. Der Glanz in deinen Augen strahlt für mich, ich sag es aller Welt, ich liebe dich, oh Melanie. Ich weiß, wir werden uns gut verstehen und alle Zeit verliebt durchs Leben gehen. Oh Melanie, wie schön alles ist, wenn man liebt, kann ich es verstehen, seit es dich für mich gibt. Niemals mehr allein, was kann schöner sein, als die Liebe von dir und zu wissen, du gehörst mir, Melanie. Also ich finde, ihr steckt ganz schön unter einer Decke, ne? Ja. Namen Karin Eckhardt, Namen Henning. Namen. Das ist ja auch der Name des Stückes. Von wem ist es eigentlich? Da habe ich eine echte Bildungslücke. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das sind zwei Namen, die man sich nicht unbedingt merken muss. Wir haben weite Passagen einfach schlichtweg umgeschrieben. Und man sollte sich merken, dass ihr in der kleinen Komödie von Peter Ahrweiler spielt. Mhm. Auch über die Osterfeiertage. Kann man da noch ein bisschen Karten kriegen oder sowas? Wenn man sich unheimlich ranhält. Ja? Du ja, ich weiß nicht. Ja. Wollen wir sehen. Nee, aber was mich interessieren würde, wäre, über was geht denn eigentlich dieses Stück? Ich habe keine Ahnung. Ja, wie erzähl viele mal. Vielleicht? Ich würde sagen, Karin sollte das erzählen, weil ich auch nicht das ganze Stück gesehen habe. Oh, das ist auf jeden Fall schwierig. Naja, in ganz kurzen Zügen ist es eigentlich ziemlich verworren. Eine liebeshungrige Ärztin, die von Kai Fischer gespielt wird, und eine bildungsdurstige Nutte, das bin ich. Hm. Und Henning pendelt hin und her zwischen uns beiden. Er vermittelt der einen nicht genug Erotik, aber mir genügend Bildung. Ja, wie sieht denn das Ganze so aus? Können wir da vielleicht mal so ein paar Stichworte hören, damit man weiß? Ich meine, die lieben Kleinen unterhalten sich ja da ganz schön. Ja. In der Zwischenzeit, Dilemma brechen aus, da ist ja für Erwachsene Zeit. Ich wusste, dass vielleicht du sowas vorhast. Pass mal auf, das Entscheidende dabei ist diese furchtbare Brille. Eigentlich müsstest du auch den Hut aufsetzen. Ich sie neulich furchtbar mit geschafft, weil in der Brille nämlich keine Gläser sind und ich plötzlich so machte. Und dann dieser traumhafte Hund, wo, Hut, nicht Hund, Hut, wo zum Teil Text drin steht, weil er so schwierig ist. Ja. Dann sieht man also so bekloppt aus. Ne? Ja, nur will ich mal was hören. Das Ende ist verwundert. Nur so ein nicht Stück. Ein ganz kleines Stück, naja, kleine gut. Also, du kannst anfangen, wo du willst. Das Einzige, was mir Befriedigung verschafft, ist Bildung. Nun, auch ein geistiger Orgasmus kann ungeheuer fruchtbar wirken. Nicht? Sie wissen alles, was? Partiell, ja. Und Schriftsteller sind Sie auch? Naja, nicht gerade ein Simmel, aber immerhin, ja.
Von wann kommt Ihnen das? Sally hat mir erzählt, dass Sie Ihr Memoirenschreiber sind. Und auch den Titel haben Sie sich ausgedacht. Korrekt, ja. Sally gibt in einer grandiosen Selbstanalyse einen umfassenden Überblick über die Mystifikationen der Prostitution der letzten 50 Jahre unter besonderer Berücksichtigung der ökonomischen Zwänge. Daraus ergibt sich gewissermaßen als Konglomerat ein Kursbuch des Lustgewinns. Von den Präliminarien bis zum erschöpften Seufzer macht sie das Sexualverhalten der Spezies Mann auf geradezu orgiastische Art und Weise transparent, effektiv und evident. Oh, fantastisch. Den Rest erzählen Sie mir beim Abendessen, ja? Chinesisch mit Stäbchen und Reiswein aus einer Kokosnussschale. Das konveniert, es ist jetzt 19.18 Uhr. Um 19.48 Uhr werde ich mir erlauben, Sie abzuholen. Mhm. Pünktlich, wenn ich bitten darf. Sie haben ja dann genügend Zeit, Ihr Erscheinungsbild in einen meiner Existenz adäquaten Zustand zu versetzen. Adäquat? Das war bestimmt auch wieder eine Schweinerei. Naja, und so weiter, ne? Danke. Bei einer Schweinerei, also ist vielleicht nicht ganz das richtige Stichwort für Finanzschwierigkeiten, aber in der Zeitung hat heute gestanden, dass Herr Ahrweiler dicht macht. Kriegt ihr da noch Gage oder was? Ich habe noch von keinem Schauspieler bisher gehört, der von Peter Ahrweiler nicht sein Geld bekommen hat. Aber vielleicht ist das hier mal eine ganz gute Gelegenheit, ein Wort dazu zu sagen. Mhm. Vielleicht für den Peter zu reden. Ich finde, die Boulevard-Theater-Situation in Hamburg ist einfach eine, schlichtweg gesagt, eine Schande. Verglichen mit anderen großen Städten. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob man die Bevölkerung austauschen müsste oder vielleicht den bildungspolitischen Sektor der Regierung. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls, was mit dem Boulevardtheater in Hamburg los ist, ist ja unter aller Kanone, nicht? Und der Peter Ahrweiler hat immerhin in den letzten Jahren vielen Schauspielern Arbeitsmöglichkeiten geboten. Und ich finde, dass er ganz geringfügige Forderungen an Subventionen nur stellt. Und die könnte man ihm getrost erfüllen. Ich glaube, dass man die bei einem einzigen Bühnenbild der Oper einsparen könnte, wenn ich mir das recht überlege. Also kann ich nur sagen, spontaner Beifall, vielleicht wird der auch gehört. Ich werde ihn weitergeben. Ja, da können wir nur sagen, also frohe Ostern, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Und wir sehen uns ja wieder im Theater, ja, ne? Dankeschön. Ja, tschüss. Danke. Wir haben wieder einmal Gäste aus dem Sauerland, wieder einmal, weil Renate und Werner Leismann seit September 65 doch mit schöner Regelmäßigkeit Gäste in der Schaubude sind. Heute mit einem Ever, Ever, Evergreen. Du bist die Rose vom Wörthersee. Schöner als die drei, ist ganz ohne Schmeichelei, eine Alpenkönigin, tief in Kärnten drin. Auf dem Wasser schwimmt sie hier, und wer sie sieht, der sagt zu ihr, du bist die Rose vom Wörthersee. Holly, holly, holly.
Eigentlich müsste man jetzt ein bisschen trivial anschließen, die Rosen vom Grundelsee sind hier. Aber wir begrüßen sehr herzlich heute Abend als unsere Gäste Frau Elfe Gerhardt und Herrn Paul Dahlke. Auch Sie geben einem Theater dieser Stadt die Ehre. Die nämlich Ehre, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mit dem Trauschein, den Sie ja nun schon längst haben. Ne? Ja, also wir haben einen Trauschein. Ja. Ja, ja. Den haben wir jetzt schon 19 Jahre. Ja. Also. Und gestern war der große Tag, Herr Dahlke. Von uns nochmal Gratulation, 70 sind Sie geworden. Dankeschön. Sieht man nicht. Nein. Ach Gott, man fühlt sich nicht gerade wie 10 oder 20, aber wenn ich zurückdenke, vielleicht wie 53, drei Viertel was. Da muss man eigentlich Ihre Frau fragen, ob sie ein besonders gutes Rezept hat, sie so jung zu erhalten. Gott, ja, viele Sorgen abhalten, viel frische Luft, viel Bewegung und immer Abwechslung. Und ihm eine Bohrmaschine schenken. Ja, also die Bohrmaschine, das war das Wichtigste. Die alte war ja auch nur schon 30 Jahre alt und da muss sie langsam also abtreten. Man hört das immer, dass das ihr Hobby sei, manchmal glaubt man es nicht. Von einem so eleganten Schauspieler, von einem ganz Bösewicht. Ja. Also Bösewicht mit gutem. Also einen Hobbytischler haben Sie noch nie gespielt im Film oder im Fernsehen, ne? Nein. Ein wen? Ein Hobbytischler. Nee, das wüsste ich nicht, wahrhaftig. Nee. Sie haben mir eben erzählt, dass man so häufig die Rolle mit dem Schauspieler identifiziert. Ist Ihnen das auch so gegangen? Ach, ja, das ist schwer bei mir, weil ich dauernd verschiedene Typen spiele. Also gar keine Typen spiele, sondern, ja, wie nennt man das immer? ein Menschendarsteller bin und kein Typ. Da ist es dann schwierig, mich festzulegen, auch für das Publikum nicht. Die können mich gestern in einer bösen Rolle sehen und nächste Woche sehen sie mich in einer sehr guten, nicht wahr? Wenn ich dauernd böse spiele, sage ich, das muss aber ein böser Mensch sein. Sind auch schon so gegangen, Frau Gerhardt? Ja, doch. Leider identifiziert das Publikum also die Rolle. Wenn man zum Beispiel einer Frau den Mann wegnimmt oder irgendeinen verruchten Charakter mal spielt, hat man also gar keine Chance beim weiblichen Publikum. Vor allem, nicht? Ja, dann sagen die das Ass. Ne? Ja, aber natürlich, wenn die Rolle noch so schwer ist. Aber wenn man eine sympathische Figur spielt, dann hat man von vornherein schon. Jetzt kommt natürlich wieder die Allerweltsfrage, Herr Dahlke, aber die haben Sie bei uns in der Schaubude noch nie beantwortet. Was ist die Rolle, auf die Sie warten oder die Sie immer so gerne gespielt hätten? Die gibt's gar nicht. Nee. Kann man die umschreiben? Ich habe so viele gespielt. Ich habe auch nie, eigentlich habe ich gar nicht Zeit gehabt, darüber nachzudenken, welche ich spiele. Die kamen immer auf mich zu, die Rollen, und die waren dann gut und die habe ich auch gern gespielt. Es gibt es wirklich nicht, dass ich noch sage, ach, das hätte ich mal gern gespielt. Ne? Warum? Auch den Faust nicht, es gab so viele Fäuste, sprachen wir kürzlich drüber nicht mehr. Warum soll ich denn auch noch den Faust spielen? Nein, das ist gar nicht nötig. Wie haben Sie gerade neulich noch im Fernsehen gesehen, Frau Gerhardt? Ah ja, da lief eine Wiederholung von Halbe Wahrheiten. Ja, das haben wir öfter am Theater, haben wir auch auf Tournee gespielt und es wurde dann noch einmal wiederholt. Glaube ich, vor ein paar Wochen erst. Ne? Ja, drei Wochen. Ich habe ein sehr schlechtes Zahlen- oder Zeitgedächtnis. Ja. Drei oder vier Wochen wird es gewesen sein. Das auch hier bei der Ehre. Ja, das haben wir übrigens hier auch gespielt. Hier aufgezeichnet? Voriges Jahr. Nein, aufgezeichnet ist im Studio. Im Studio. Wie lange werden Sie denn in Hamburg bleiben, damit also vielleicht unsere Zuschauer Gelegenheit haben, falls Sie es noch nicht wissen, wie lange Sie ins Theater kommen können? Bis Ende des Monats. Ja, ich glaube, bis 29. April, glaube ich, ist die letzte Vorstellung. Da Sie so viel zu tun haben, traue ich mich eigentlich gar nicht, nach Ihren Plänen zu fragen. Ach Gott, es kommt auch noch ein Fernsehen hier und dann geht es wieder weiter von Juni bis August schon wieder Fernsehen im WDR. Und so läppert sich das zusammen, nicht wahr? Vielleicht, um auf morgen zu kommen, haben Sie einen besonderen Osterbrauch oder irgendeine Ostersitte? Nein, werde ich mich ausschlafen erst mal. Ja, nach den Festen. Wir kommen zu spät. Herr Fest wird nervös. Ja, wir müssten eigentlich schon längst im Theater sein. Ja, Gott sei Dank ist der Garderobenschlüssel da, das Auto wartet. Prima. Ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Ja, Marie. Wünsche Ihnen schöne Ostern. Das ist schön, ja. Und wir hoffen, dass Sie sehr, sehr bald wiederkommen werden. Na, vielen Dank. Toi. Wiedersehen. 1969 war ein ganz erfolgreiches Jahr für die Popmusik und ganz besonders für die Zwillingsbrüder Paul und Barry Ryan, denn ihr Titel Eloise stieg an alle Spitzen aller Hitlisten in Europa. Und diese Spitzen hielten sie dann bis zum Frühjahr letzten Jahres und dann schien die Karriere der beiden Popkönige ein jähes Ende gefunden zu haben. Nun wollen sie wiederkommen. Ihre neue Platte heißt So lass uns leben und mit diesem deutschen Hit erhoffen sie sich ein Comeback.
irgendwann fragst du, was du eigentlich damit verloren hast. Wenn Liebe geht wie ein eiliger Gast. Aber dann sehen wir uns an und Augen sprechen Worte aus. Der alte Traum hat ein neues Haus. So lass uns leben, mit der Freiheit frei zu sein. So lass uns leben, lass uns hassen und verzeihen. Ich will riskieren, wenn ich morgen auch verliere, wirst du leben neben mir. Jeder Mann baut sich eine Burg aus Plänen wie auf festen Stein. Dann kommt ein Sturm und die Mauer fällt ein. Und irgendwann wird die Ruhe, in der ihr lebt, auf einmal zum Orkan. Denn Zufriedenheit ist kein Freund der Zeit. So lass uns leben, mit der Freiheit frei zu sein. So lass uns leben, lass uns hassen und verzeihen. Ich will riskieren, wenn ich morgen auch verliere, wirst du leben neben mir. Die Seifenkiste ist tot, es lebe das Minicar. Ein neues Spielzeug für Väter und ihre jüngsten Söhne. Aber Herr Dörfler, warum nimmt sich ausgerechnet der ADAC, der ja Motorsport propagiert, dieses motorlosen Fahrzeugs an? Ja, es stimmt, es hat keinen Motor, dieses Minicar. Wir glauben aber, wir können gar nicht früh genug in der Jugend anfangen, die Kinder an ein Geschwindigkeitsgefühl. Sie fahren ja hier nur mit Lenkung und Bremse. Das ist eine gute Vorübung. Ein guter Minicar-Fahrer wird bestimmt einmal ein guter Autofahrer. Und wir brauchen ja bessere Autofahrer. Vielleicht sollten wir die wesentlichsten Konstruktionsunterschiede zur Seifenkiste einmal erklären. Ja, die Kinder sollen ja Rennen fahren. Und wir haben aus dem großen Rennsport uns alles abgeguckt. Das Fahrgestell ist sehr stabil. Die Seifenkiste ist ja deswegen gestorben, weil sie nicht mehr sicher genug war. Wir haben hier ganz was Wichtiges, einen Überrollbügel, wie in jedem großen Formelrennen. Wagen. Wir haben Sicherheitsgurte. Der Junge oder das Mädchen ist angegurtet, Dreipunktgurte, ein Sicherheitslenkrad. Es kann praktisch nichts passieren. Ein Schalensitz, das ist ein echter Rennsitz. Die Kinder sollen schon das Sicherheitsbedürfnis mitbringen, wenn sie einmal ins Auto steigen. Und natürlich auch den Helm. Aber wie sowas funktioniert, in der Praxis funktioniert, da haben wir einen kleinen Film gedreht, den wollen wir uns einmal ansehen. Und Herr Dörfler, Sie darf ich vielleicht bitten, diesen Film zu kommentieren. Das ist der ADAC-Verkehrsübungsplatz in Bad Oldesloe. Hier starten schon. Wir haben einen Probelauf gemacht. Wir wollen am 27. April das erste Rennen in Norddeutschland machen, auf dem Trabering. Die Kinder fahren gegen die Piste und gegen die Stoppuhr. Sie sehen hier den Kleiner mit einem